Hallo und grüß dich wieder auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin da gerade dabei, dass ich einen Bärlauch grob zusammenschneide. Wir sind mitten in der Bärlauchzeit und eines der beliebtesten Gerichte, da was aus Bärlauch gemacht wird, ist eine Bärlauchsuppe. Heute möchte ich zeigen, wie ich meine Bärlauchsuppe mache. Und zwar bin ich die ganz ohne Mehl. Dadurch wird es auch verträglich für Leute, die eine Glutenintoleranz haben. Wie immer, ich wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen und gutes Gelingen beim Nachmachen. Anfangen tue ich aber, indem ich mir da einen Zwiebel anröste. Den habe ich geschält und fein geschnitten. Und in einem Öl habe ich mir den da jetzt schön anrösten lassen. Und jetzt kommt der grob geschnittene Bärlauch ganz kurz dazu. Das mache ich deshalb, weil der Bärlauch durch die Hitze jetzt ein bisschen zusammenfällt. Das rühren wir nur ganz kurz durch. Und man sieht schon, wie die Menge weniger wird. Das ist wie beim Spinat. Da fallen die Blätter ganz einfach zusammen. Das genügt mir auch schon so. Und jetzt gieße ich mit einer Gemüsebrühe das Ganze auf. Tue das da jetzt einmal mit Salz. Ich habe da wieder Kräutersalz und Pfeffer würzen. Und lassen wir das da jetzt einmal aufkochen. Und jetzt kommen klein geschnittene, geschälte, also die habe ich gewaschen, geschält und klein geschnittene Kartoffeln dazu. Ich habe ja gesagt, ich bin die Suppen ganz ohne Mehl. Ich hole mir die Bindung ganz einfach aus den Kartoffeln. Jetzt lassen wir das Ganze so lange kochen, bis die Kartoffeln schön weich sind. Und dann gehen wir zum nächsten Schritt. Die Suppe habe ich jetzt ungefähr eine Viertelstunde kochen lassen, sodass halt die Kartoffelwürfel schön weich gekocht sind. Und jetzt habe ich es aufgemixt. Und fertig ist auch schon die Suppe. Wir können anrichten. Da haben wir sie, den Schöpfer von unserer Bärlauchsuppe, die eine wunderbare Farbe hat, in das Teller rein. Geben sie noch ein bisschen Joghurt drauf und als Garnierung habe ich da halt getrocknete Erika-Blüten. Es kommt ja der Frühling und da passen ein paar Blüten recht gut dazu. Schönes Bärlauchplatteln noch dazu und fertig ist unsere Suppe. So einfach geht es, dass man sich eine Suppe binden kann, auch ohne Mehl. Wie anfangs schon gesagt, die Suppe ist dadurch verträglich auch für Leute, die eine Glutenintoleranz haben. Wie immer wünsche ich dir viel Spaß beim Nachkochen, gutes Gelingen, weil es mir nicht wurscht ist, wovon ich satt werde. Vierte!